Ich heiße Stefan Bauberger, ich bin Professor für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie hier an der Hochschule für Philosophie. Das ist eine private, eine kirchliche Hochschule, aber wir haben eine ganz normale philosophische Fakultät hier. Und wir haben jetzt gerade einen zweitägigen Workshop durchgeführt über KI, also künstliche Intelligenz und ihre Relevanz für das Menschenbild und für die Gesellschaft. Das war in Zusammenarbeit mit der VDW, Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, wo ich auch Mitglied bin, und mit Professor Bartosch von Eichstätt, der auch in der VDW ist. Also es ging um eben künstliche Intelligenz und was das bedeutet für das heutige Menschenbild und was es für gesellschaftliche Auswirkungen hat und wie wir darauf in richtiger Weise reagieren. Wir haben ja Perspektiven gehabt von der Informatik, auch von der Wirtschaft her und von der Philosophie, und das fand ich schon sehr bereichernd. Was auch interessant war, war, dass einige Studierende auch dabei waren. Und gerade bei dem Thema merkt man, dass die Sichtweise der Generationen doch sehr unterschiedlich ist auf manche Entwicklungen. Dass jemand an der Quelle sitzt, und wir können jetzt drüber reden, ob da jemand sitzt, der es gut meint oder böse meint, aber ich kann versichern, dass das System sich technisch von dem syrischen und dem chinesischen System nur geringfügig unterscheidet. Schleichend, aber doch in einer ganz gewaltigen Weise verändert sich einfach unser normales Leben dadurch. Und es ist halt wichtig, in solche Entwicklungen nicht einfach reinzuschlittern, sondern sie bewusst zu gestalten. Und die Reflexion darüber, das ist das, was wir auf der Jahrestagung leisten wollen oder wo wir einen Beitrag dazu leisten wollen. Es ist eigentlich wichtig, unsere Kontinuität mit den Lebewesen zu betonen in dieser Auseinandersetzung mit Digitalisierung und mit dem Menschenbild der Digitalisierung. Und? Schön. Also, ich sag's nochmal. Alte Bilder, neue Metaphern. Ich sehe kein neues Menschenbild, ich sehe neue Metaphern. Ich sehe aber hier alte Menschenbilder. Und die finde ich gefährlich.